Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Schlagzeilenrevue. Mit? Heute mal mit uns zwei. Okay. Gut. Am Montag haben wir ja gleich mal gesehen, das habe ich ziemlich geil gefunden, weil ich finde, da brauchst du echte Eier dazu, damit du das machst. Die SPÖ hat die Wahl verloren. Die Grünen haben verloren. Nein, die SPÖ hat es verloren und sie hat die Regierungsverantwortung verloren. Das stimmt. Und jetzt gehen sie her und bewerben, wer jetzt gratis Mitglied bei uns. Wie geil ist das bitte? Warum will ich bei Verlierer gerade Mitglied sein? Für mich steht sich eine ganz andere Frage. Ja, was? Was kriege ich als Gastgeschenk? Gute Frage. Wahrscheinlich ein Feuerzeug oder ein Luftballon. Kommst du mal ganz mal über. Kann nicht sein. Aber was mich interessieren würde, und vielleicht können Sie uns dabei helfen, was kostet es eigentlich bei einer Partei, Mitglied zu sein? Und was für eine Partei ist das billigste? Oder wozu? Die kosteneffizienteste? Und warum sollte man das tun? Wo liegen die Vorteile? Kriegst du verbilligte Kinderkarten? Bier beim Wirten billiger? Ich weiß es nicht. Ja, nicht. Wenn ihr euch auskennt oder Mitglieder seid in Parteien, schreibt uns eine und bildet uns und das Publikum der Schlagzeilenrevue. Gut, jetzt haben wir einen Bildungsauftrag erledigt. Jetzt kümmern wir uns wieder um die wichtigen Nachrichten. Genau, gehen wir ins Ausland. Passt, gehen wir ins Ausland. Schauen wir mal, was der Macron so macht. He? Ja, machen wir den Macron. Also was heißt macht, was er so riecht. Was er so riecht, ja. Wir haben ja vorige Woche über seinen Hund geredet. Das hat auch gerochen. Der sich ungeniert überall hinbrunst im Élysée-Palast, genau. Und also ich bin da einfach nicht ganz sicher, wie gut der Hund ist und was alles drauf hat. Aber der Macron selber, das ist gut, der hat ein Näschen. Du spürst auch noch auf. Legalisiert. Er kennt sich aus. Ja. Er weiß, was Ganja ist. Als Regierungschef. Also der Hund von ihm ist kein Drogenhund. Wahrscheinlich nicht, aber er braucht ja keinen. Er kann sich selber. Ja, und knapp vor dem Feiertag, also am Dienstag, hat die heute ja den Gourmet-Dienstag quasi ausgerufen. Zumindest machen wir das hier bei uns, weil wir haben die leckersten Schlagzeilen sozusagen rausgesucht. Unbedingt. Mit was starten wir? Am besten Essen der Welt. Mit dem Hamburger. Und das ist eine ziemlich absurde Geschichte. Scheinbar, ich habe das selber nicht gewusst, aber es ist zwischen Google Cheeseburger, wir reden hier übrigens von Emojis. Und nicht von Hamburger, sondern von Cheeseburger. Nein, danke. Bitte. Na schau, ich als alter Vegetarier, Cheeseburger. Ja. Okay, wir reden von Emoji Cheeseburger, nicht bei Google und nicht bei Apple. Ja. Die kochen die nämlich scheinbar unterschiedlich. Beim einen ist der Käse irgendwie vorletzter oben und beim anderen ist er der unterste. Wie gesagt, als Vegetarier ist man das ziemlich blunzen. Aber für Fleischfresser ist die scheinbar relevant, so relevant, dass sie aufgeregt haben drüber. Na du, es ist ja auch nicht wurscht, ob der Käse. Es ist ein verficktes Emoji. Haben wir keine größeren Probleme. Aber der Gedanke. Schau, die Emojis sind ja nicht nix, die stellen ja was dar. Ja, ja. Also, aber schau her, es hat in dem Fall hat's dann Apple vergeigt. Warum? Weil bei Apple ist er unten. Und ja. Bei Google ist er oben. Naja, klar, wir müssen ja runterrennen. Ja. Ach, okay. Geh mal es gibt Emoji-Krisen. Wir haben das geklärt, so? Aber gehen wir jetzt auf ein typisch österreichisches Produkt. Lecker. Aber, ja. So lecker das klingt, das Problem ist Fake News! Was? Fake News! Wo? In unserer heißgeliebten Rette. Glaube ich nicht, erklär. Ich habe mir gedacht, wir zwei gönnen uns was. Ja. Die Schlagzeile, süß. Dieses Sandwich schlägt wie eine Schwedenbombe ein. Ist jetzt nicht sehr kreativ, muss ich sagen. Aber scheinbar gab es früher, als die Schwedenbomben richtig berühmt waren,
Ich kann mich selber nicht erinnern dran, wie ich Schwedenbomben-Semmel. Hast du das selber genommen, hast du da Schwedenbomben reingehauen, dann hast du es gegessen. So, jetzt sagst du heute, du, aber das im. Kennst du das nicht? Ich glaube, dass die Semmel die Verpackung war. Nein. Nein. Mitgegessen? Nein, das ist eine Semmel. Ja, ich habe schon gesehen, aber ich glaube, die Semmel ist die Verpackung. Glaube nicht, das war echt so ein Konzept. Na, hast du das einmal überlegt? So? Es ist total unpraktisch. Eben. Ich wollte deswegen auch nicht kaufen. Ja. Und was ist? Ich gehe ins Backwerk. Und es ist aus. Was die scheinbar gibt. Es ist nicht aus. Nein. Die haben nichts gewusst davon. Nein, es gibt es ja nicht. Steht ja da. Hat sie auch gesagt. Und? Ja, wir haben das auch in der Zeitung gelesen. Wer hat das gesagt? Die Verkäuferin. Na, die muss das, doch, die muss das doch wissen. Martin, nein, ich sag das. Fake News. Die in der Filiale am Rochusplatz. Rochusgasse, Rochusmarkt. Ja. In dem neuen ja. Post am Rochus. Die haben das nicht gewusst. Die haben keine. Drei Leute haben heute schon gefragt. Aber da ist doch sogar ein Foto drauf. Nein, Martin, ich weiß es. Es ist Fake News. Ich bin enttäuscht. Ja, aber ich auch. Ich bin reingegangen, wollten zwei geschmeidige Schwellenbomben zusammen checken, damit man diese Schlagzeile erfahren mit allen Sinnen. Schön, Hugo. Fake News. Trump hat recht. Echt lit, sag ich mal. Was? Echt lit. Was heißt das? Ach, warte, muss ich im Schummler nachschauen. Ah, super genial. Auch betrunken, okay. Na hallo. Nee, nein, Entschuldigung. Danke. Nur bist also super genial. Danke, mit super genial kann ich. Okay, also ja, die Jugend spricht komisch heutzutage, ja? Ich habe ja vor kurzem ein Video gedreht mit zwei charmanten jungen Damen. War das die Schminken? Ja. Cool. Wann kommt da das zweite? Nächste Woche. Super. Also am Mittwoch. Cool. Da schminken sie mich. Die haben einen harten Job. Ja. ich kann da verraten, ich werde nicht schöner. Ja, okay. Wo ist jetzt die News? Anyway, die News ist, dass ich durch diese jungen Damen, die 15 sind, auch ein Wort kennengelernt habe, nämlich Swag. Swag? Swag. Was heißt das? Das weiß ich auch nicht. Okay. Also wenn Sie das wissen, könnt ihr es unten reinschreiben, weil die heute ist eine gute Zeitung, ja. Qualitätsmedium, die hat zu diesem Artikel der Jugendsprache, hat sie ja ein kleines Cheat-Sheet, mhm. Ja, so ein Schunder dazu gegeben, mit einer Auflistung von Worte, die ich genau jetzt hier einblende. Und ich bitte euch, stoppt dieses Video jetzt, lernt diese Liste auswendig und dann könnt ihr mit den Kids mitreden. Mhm. Okay? Weil zum Beispiel, weil dann könnt ihr unter Garantie sagen, dass ihr von heute seid und alles andere als, das muss ich mal, ihr seid auf jeden Fall keine Disappointinger dran. Okay? Ich verstehe nichts. Das ist wurscht, aber steht da alles in der Liste. Okay. Das ist ein Fremdspruch. Hausaufgabe. Genau. Also wenn ihr die Listen lernt, seid ihr fix voll dabei, Alter. Alter geht auch noch. Fix bam, Alter, irgend sowas. Ich weiß nicht. Lass mir das. Es ist ein anderes Jahrzehnt. Nein, das ist ein anderes Jahrzehnt. Und was war Freitag? Ja, da haben wir. Es ist irre. Der Typ, dieser Stivo-Killer. Ist das der mit dem Heil-Hitler-Bus? Ja, genau. Org. Der Typ ist, ich glaube, 66 Jahre alt, musst du vorstellen. Mhm. Und der tourt durch Österreich und die ganze Kiwerei finden wir. Mir fällt ja der Udo Jürgens dazu ein. Und 66 Jahren, da fängt das Leben an. Da gibt es voll. Ich glaube, der nimmt sich ein Beispiel am Liam Neeson. Das ist der Schauspieler, der Taken und so. Okay. Filme macht, so Actionfilme, aber erst jetzt, wo er alt wird, da macht er richtig böse Actionfilme. Okay. Also das ist ein Ding, der hat sich da, glaube ich, inspirieren lassen. Ja, und die erwischen ihn nicht? Ich weiß jetzt, was los ist mit denen, ja. Ich finde das so geil, wenn du das Foto, was da gibt in der Zeitung, wo der Helikopter so im Kurvenflug ist, die Tür ist offen, der bewaffnete Polizist schaut raus. Das ist Hollywood par excellence. Ich bin mir sicher, über diese Jagd wird es einen Film geben. Da hat sich garantiert schon wer die Filmrechte gesichert dafür.
Aber ich glaube, der Film wird nur was, wenn sie ihn zum Schluss erwischen. Klar. Aber ich meine, ist doch recht. Weil irgendwann werden sie ihn erwischen. Oder er stirbt. Oder er versteckt sie in einem Keller. Ja, aber selbst dann. Am nächsten Hochwasser Schwarznuss. Na passt. Ja gut, dann hätten wir die Wochen geschafft wieder, gell? Harte Wochen. Harte Wochen. Leidl, wir danken euch wieder. Es ist die 13. Folge, oder? Ich hab nicht mitgezählt. Irgendwas unter 100. Knapp unter. Knapp unter. Anyway, ich danke fürs Zuschauen, Leute. Wäre schön, wenn ihr uns wieder ein bisschen liked. Und vielleicht auch teilt. Teilen ist eine gute Idee. Teilen ist eine gute Idee, oder? Ja. Vielleicht teilt ihr mal das Video oder so. Mhm. Ja, und wenn ihr Vorschläge habt, was ihr über die Wochen so in der Heute tut und ihr findet, das sollte man behandeln, dann dürft ihr es auch unten in die Kommentare schreiben. Weil wir wissen ja alle, ihr seid brave heute Leser. In diesem Sinne, schöne Woche. Ciao. Bis heute.